Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Outriders Video. Es geht um das letzte Rüstungsset für den Verwüster. Und zwar ist es das Statue Set. Wer die anderen alle verpasst hat, gerne in meine Playliste gucken. Da stelle ich euch alle Rüstungssets der ganzen Charakterklassen vor. Wir fangen direkt mal an. Wenn ich gespoilert werden will, der sollte natürlich wieder wegschalten. Feuerfrei. Wir fangen direkt mit den Stiefeln an. Und hier sind die Werte wieder bezogen auf das Maximallevel 52. Solltet ihr es wie immer finden. Und es ist schwächer, sind natürlich die Werte deutlich drunter. Und wir fangen erstmal mit dem Dreifachbonus an, wenn wir mindestens drei Sachen dieses Rüstungssets tragen. Wenn man Tremor oder Golem benutzt, sind zwei Skills, dann verdoppelt sich der Waffenskill Leech. Also das ist der Skill Life Leech. Das ist quasi dieser Heilungseffekt, den ihr bekommt, wenn ihr Gegnern Schaden zufügt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären für dich und alle Mates. So viel dazu. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Ach so, und die Feuerkraft. Die Feuerkraft wird verdoppelt. Das hätte ich jetzt fast noch dazu vergessen. Wir haben bei den Stiefeln einen Rüstwert oder eine Rüstwerterhöhung um 19.000. Bonusfeuerkraft wird um 14.400 erhöht. Die erhaltene Heilung wird um die Heilrate, mein Gott, ich habe heute einen Wortfaschings unfassbar, 12% erhöht und die Statuspower wird um 23,3% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Golem. Bei aktiviertem Skill besteht eine 20%ige Chance, dass die Kugeln vom Gegner zurückprallen und 2000 Schaden zusätzlich verursachen. Und der Level 1 Mod bezieht sich ebenfalls auf die Golem-Fähigkeit. Wenn der Skill aktiv ist, erzeugen Radialimpulse bei Feinden in einem Umkreis von 6 Metern Blutungseffekte in einer Frequenz von 2 Sekunden. Sind wir als nächstes bei den Handschuhen. Der Rüstwert wird um 26.000 erhöht, Bonusfeuerkraft um 12,3, Skill Life Leech um 3% und der Long Range Damage wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod 20% weniger erlittener Schaden von Elite-Gegnern und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Tremor. Erhalte 2.148 Heilungsregeneration und 150.000 Rüstwert während der Skill aktiv ist, obendrauf. Als nächstes kommen wir zu den zum Unterkörper. Wir haben eine Rüstwerterhöhung von 20.000, eine Maximalgesundheit wird um 6.000 erhöht, Long Range Damage wird um 13% erhöht und die Heilrate wird um 14% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich wieder auf die Fähigkeit Golem, erhöht die Dauer von Golem um 20% und erzeugt eine 25% kürzere Version als eure eigene bei den Teammates. Das heißt, eure Mates, wenn ihr zwei dabei habt, bekommen die ebenfalls diesen Golem-Status, der sehr, sehr effektiv ist, eben nur 25% kürzer als bei euch selbst, einfach als Erklärung. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Tremor, erhöht die prozentuale Heilrate pro getroffenen Gegner um 6%. Kommen wir zum Oberkörper. Da habe ich leider keine vernünftigen Werte. Das ist jetzt quasi der Wert bei einer Stufe von 6 und hier gehe ich mal davon aus, dass noch zwei weitere Werte natürlich dazukommen. Wir haben erstmal einen Rüstwert von nur 141 und die Maximalgesundheit wird erhöht. Und hier sehe ich aber leider überhaupt nicht, was für Sachen noch dazukommen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese Rüstung keine weiteren Werte erhöht, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir haben auf jeden Fall einen Level 3 Mod, der sich auf die Tremor-Fähigkeit bezieht. Bei aktivem Skill erhalten alle Mates 40% mehr Waffenschaden für 8 Sekunden. Sehr effektiv, denke ich. Und der Level 1 Mod, ebenfalls auf die Fähigkeit Tremor bezogen, erhalte 2 zusätzliche Explosionen. Kommen wir zum Helm. Erhöht den Wert der Rüstung um 18.800, maximale Gesundheit wird um 6.000 erhöht, Long Range Damage um 13% und die Heilrate wird um 14% erhöht. Der Grand Blast, mein Gott, jetzt habe ich aber richtig Sprachfasching, ist der Level 3 Mod, bezieht sich auf die Tremor-Fähigkeit, erhöht den Explosionsradius um 20% und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Golem-Fähigkeit und erhöht die Skilldauer um 50%. Das war's mit dem Statue
Rüstungsset von dem Verwüster. Lasst mich wie immer mit einem Daumen nach oben wissen, dass euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Bleibt gesund. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.